Graffiti-Künstler, Moderator, Tänzer, Kostümbildner und hat jetzt die Branche gewechselt und das nach 30 Jahren. Warum er das gemacht hat und in welche Branche er gewechselt ist, das verrät er uns hoffentlich jetzt gleich. Ich freue mich heute an meiner Seite Dirk Reis begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo. Du strahlst schon. Ja. 30 Jahre Künstler da sein, über Bord geworfen, Branche gewechselt, Pflege, du bist in die Pflege eingestiegen. Das musste ich, erst, siehst du, mir fehlen jetzt noch die Worte, auch für mich verdauen, weil ich überlegt habe, mein Gott, du hast so viel gemacht und jetzt so dieser, ich sag mal, so entscheidender Einschnitt in deinem Leben, wo ich sage, Mensch, das ist ja, kam für mich aus der Kalten, nicht absehbar. Was hat denn dich bewogen? Ich bin, klingt jetzt dramatisch, in der Mitte meines Lebens angekommen, ne, ich werde 50 und du planst 100 zu werden? Dachte, nee, komischerweise nicht. Aber wenn du sagst, du bist in der Mitte deines Lebens das angekommen. Das ist jetzt eine Floskel. Aber es war so, ich dachte so, Mensch, jetzt bist du fast 50, hast so viel erlebt und so viele wunderbare Momente hinter dir, gibst du mal was ab. Und da fiel mir ältere Herren und Damen ein, die vielleicht noch entertain werden müssen oder die ein bisschen Zuspruch brauchen oder wo man sich austauscht, keine Ahnung. So in die Richtung war erstmal der Grundgedanke. War das ein langer Prozess, der so ein bisschen, also manchmal hast du es ja, dass so, es schleichend ist oder war es anders, dass du aufgewacht bist und hast gesagt, reicht, ich bin satt, reicht, habe genug erlebt, will raus. Ich habe vor ein paar Jahren schon gemerkt, dass da mir was fehlt. Also, dass es beginnt, mir etwas zu fehlen bei meiner ganzen Arbeit. Gefühlt was? Das war die große Frage. Soziales Engagement? Das kann ich. Aber sozial warst du ja auch irgendwie unterwegs, wenn man das mal ein bisschen über. Ich habe vielen Leuten für wenig Geld viele Dinge Gutes getan. Ist das sozial? Oder auch schlichtweg unterbezahlt. Aber du hast ja nicht nur unterbezahlte Jobs gehabt, mit Sicherheit. Ja, ich wollte die Kreativität und Künstler und Schauspiel, ich wollte von diesem ganzen Metier mal wirklich weg. Nach all den Jahren. Suchst du nach einer Antwort für dich? Manchmal hat man ja so Momente, wo man sagt, Mensch, wer bin ich, wo will ich hin, ja, was so wird die aus Richtung. Mir? So die Richtung geht das auch. Aber du warst nicht so schlecht drauf dann. Ne? Manche schlittern da ja so ein bisschen in so eine leichte Depression rein. Du warst Nö. So, wo du gesagt hast, ich brauche jetzt eine Veränderung. Okay. Ich war an einem Punkt, wo ich mich verändern wollte. Und da ich ja zu Abiturzeiten das schon mal gemacht hatte, also Pflege, kam ich nach 30 Jahren wieder auf diesen Trichter, da reinzugehen, weil es mir nicht ganz so fremd ist und weil ich hier schnell wieder reinkomme in diesen ganzen Prozess. Und du kannst eben als Frischfleisch, als Unbedarfter, eben schnell dort Fuß fassen. Als Frischfleisch? Sagst du mit 50? Aber ich weiß, was du meinst mit Frischfleisch. Ja, unbedarft. Aber wie waren denn so deine ersten Tage, die du dort erlebt hast? Die waren leider gruselig. Weil es ist ja so, das, was man macht, ist ja immer Grundpflege. Bei der Nahrung reichen, helfen, dann anziehen, ausziehen, zu Bett bringen, von A nach B rollen oder von A nach B tragen. Und wenn man natürlich dann mit nackt den Körpern, die man wäscht und die nicht nur, ist ja nicht nur Wasser im Spiel, sondern auch das war schon am Anfang, dachte ich, okay, ne, also Körperflüssigkeiten, sage ich mal. Dann kommen ja dann gibt es ja auch Behinderungen, darf man das so sagen, oder wenn es Arm ab, Fuß ab, keine Ahnung. Das sind ja alles Besonderheiten. Ne? Dann gibt es ja auch Krebsvarianten, Hautveränderung. Das ist schon viel Alarm. Ich denke auch, und das weiß man eigentlich, dass gerade auch Pfleger, das natürlich sehr viel psychisch als auch physisch abverlangt wird. Jetzt bist du seit einem halben Jahr, Pi mal Daumen dabei. Ja, ein halbes Jahr. Gefühlt, hast du schon das Gefühl, dass du jetzt, dass du, naja, schon das eine oder andere Mal an die Grenze gekommen bist? Oder sagst du, nee, ich fühle mich wohl, es macht Spaß, es ist, na klar, es ist hart, aber du bist. Also, was ich zum Beispiel an mir gemerkt habe, ist, ich habe mich ja auch belesen. Ne? Ich habe mich viel mit Philosophie, mit Psychologie beschäftigt und ich halte mich für tolerant und für belastbar. Und war schon erstaunt, wie dünnhäutig und wie schnell man auch an Grenzen kommt. Also das hätte ich so von mir nicht gedacht,
weil die immer auch der Meinung sind, also mein Umfeld sagt man immer schnell, ach Mensch, Dirk, du kannst gut zuhören oder Dirk, du kannst gut quatschen oder Dirk, du verstehst immer alles und bist verständnisvoll oder analysierst sehr gut kausale Zusammenhänge und dies und das. Und dann... Ist das nicht mehr so einfach. Dann kommt die Omi, die dich jetzt im ersten Moment erkennt, im nächsten Moment erkennt sie dich vielleicht nicht mehr. Ja, genau so. Oder die sind ganz freundlich und dann scheißen die dich voll an. 5 Minuten später, was da runtergemacht. Du denkst, ey, ich bin ein Freund, ich bin Prinz Charming, ich erzähle Anekdoten, ich bin lustig. Manchmal weniger, manchmal mehr kluge Sprüche, aber gibt keinen Grund, gnadenlos. Ne, kriegst du ihn vor den Latz. Das ist wie gehst du damit um? Ich musste am Anfang erstmal, natürlich weiß ich, dass, wenn Leute dement haben oder Alzheimer oder dann, ich sag's im Uncharmant, nicht herbei Sinn, also sie sind ja nicht dessen bewusst und das muss man einfach so auch begreifen. Dann passiert das halt. Ne? Aber ich stelle mir das trotzdem schwer vor. Es ist dann schwer, wenn man denkt, vor einem, die sind eigentlich normal und nur reif und sind trotzdem so. Das sind die, die mich herausfordern. Bist du auch mal laut geworden? Also gerade wenn du beschimpft wirst, ne? Das ist ja dann immer so wie geht. Offiziell sag ich nein. Okay, inoffiziell auch. Weil das ist wirklich die Herausforderung, immer ein gewisses Format abzuliefern. Und die machen das ja nicht, weil sie in dem Moment her geistig fit sind, sondern weil sie so sind, wie sie sind. Ne? Du hast ja auch mit Menschen zu tun, die noch geistig gut dabei sind. Ja, querbeet. Wissen die, was du gemacht hast früher? Also unterhältst du dich mit ihnen? Ja, also es gibt Leute, die, mit denen findet man das wie im normalen Leben. Es gibt Menschen, mit denen kommt man sehr gut klar. Und es gibt Menschen, das bleibt bei einem sie. Man ist freundlich, höflich, aber mehr Ähnlichkeit wird da nie passieren. Aber hat mal einer gefragt, kannst du nicht mal dein Kostüm mitbringen? Oder singst du mal was für mich? Oder gibt es hier mal eine Performance? Das liegt an mir. So, da erzähle ich wiederum zu wenig. Also würdest du es machen, wenn dich jemand fragen würde? Stell dir vor, ich wäre eine alte Frau, ich würde dort liegen und ich würde dich fragen. Ja. Ach, schön. Also ich habe mir so überlegt, ich habe das angefangen und was mir immer wichtig war, ist, ich wollte irgendwie was ja denen mitgeben. Und wenn es Ablenkung ist. Und da ist mir ja nichts heilig, ob das nun Witze sind oder ich habe letztens, die machen ja Beschäftigung, ne? Wo dann jemand da ist und der tut mit den Leuten, je nach Demenzschwere oder je nach körperlichen, ne, werden dann so gewisse Dinge getan, lesen, so. Und die haben da so ganz furchtbar, ich sage jetzt mal, Schlager. Ich bin kein Schlagerfan, ist egal. Jemals haben die Schlager gespielt und das war dann so tröge und dann saßen die alle so rum und da habe ich mir irgendwie geschnappt und habe mir getanzt. Na, da war ja Polen offen. Wollten alle anderen auch? Nee, aber zumindest sind die aufgeblüht und haben mitgeklatscht. Ach, schön. Du hast hoffentlich nicht zu sehr rumgewirbelt. Nein. Sie war in dem Fall ein bisschen gehbehindert. Ne? Ja. Da ist alles schon. Aber es ist toll. Das sind doch so Momente, die sind genau, wirklich so das ist das, was ich sehr eigentlich will. Besonders. Ne? Also das Waschen und Helfen, die Dinge, die getan werden müssen, gerne. Aber es muss einfach die Zeit bleiben für dieses zwischenmenschliche Thema. Das ist mir wichtig. Deine Kollegen, fanden die das gut? Oder haben sie gesagt, Doc, was machst denn du jetzt hier? Jetzt müssen wir das auch machen. Ja, die muss man ja auch können, sowas. Das sagen die meisten, ich könnte es nicht. Was ich auch verstehe. Man muss nicht alles, man muss das nicht mögen. Aber die können dafür andere Sachen. Genau. Die können gut Mensch, ärgere dich nicht spielen oder Geschichten erzählen oder was auch immer. Du redest von den Kollegen. Von deinen Kollegen rede ich. Ich dachte jetzt gerade von meinen Bühnen. Die finden das cool, natürlich. Da kommt immer, Dirk, kannst du mich nicht stylen, Dirk macht dies, ich heirate. Nein, ach so, okay. So geht das. Du legst deinen Job nie ab, das kannst du vergessen. Für die bin ich ein bunter Hund und bringe natürlich ein paar schöne Sachen mit. Was hast denn du heute noch mitgebracht? Das verrät uns jetzt noch nicht, aber ich habe auf alle Fälle für dich noch was mitgebracht. Und was das ist, das sehen Sie in der zweiten Runde. Wir machen eine ganz kurze Pause und sehen uns dann hoffentlich gleich wieder.
Wir sind zurück. Dirk Reis ist heute an meiner Seite. Er tanzt gerne mit den älteren Herrschaften. Und ich spiele gerne mit älteren Herrschaften. Frechheit. Das kannst du so nicht sagen. Du bist ja 50 dieses Jahr. Ja. Feierst du ordentlich? Nein. Im Ernst? Ich bin absolut kein Geburtstagsfeier-Mensch. Nie gewesen. Ich habe meine Familie oder meine Eltern haben das einfach, wir hatten keine Geburtstagskultur. Daher kommt das. Also du bist auch so Jubiläen, sagt man dann, oder diese runden Jubiläen, aber diesen runden Geburtstag? Ich gehe ja auch ungern zu Freunden, Freundesfreunden, geburtstagsfeiertechnisch, aber wenn ich weiß, dass ihnen das was bedeutet, gehe ich dahin. Aber mir bedeutet es wirklich nichts. Denkst du übers Alter nach? Nö, das werde ich doch eh, kommt ja von alleine. Ein amerikanischer Freund hat mir zu mir gesagt, Corina, it's just the number. Der ging früh um 7 mit 47 Basketball spielen. Also ich glaube, es ist so, wie man lebt, was man fühlt, was man tut und was man aus sich macht. Und da ja die Seele ewiglich jung ist, und schauen wir mal, wie der Körper das durchhält, aber gar nicht. Also ich nicht. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die Angst haben, Gegenteil. Ich freue mich. Na, du bist so ein jugendlicher Typ und ich frage mich ganz oft, wie du dich so fit hältst. Ist das Sport, ist das ganz viel Liebe und Sex oder was ist das? Rundum-Paket. Das ist Rundum-Paket. Ja. Rundum-Paket. Ich finde, es muss einfach stimmig sein, alles. Von allem zu viel ist Quatsch, ungesund, das ist allgemein bekannt. Und ansonsten ausgleichen zum Beispiel ist bei mir ein Thema. Das heißt, es gibt eine Zeit, wo ich esse gerne Schokolade zum Beispiel. Hauptgrundnahrung ist auch Torte. Aber das kann kein Mensch. Aber du kannst doch gut kochen. Außerdem. Aber hast keine Zeit dann, oder keine Lust? Nee, es gibt eine Zeit, wo ich dann halt ganz schön reinfuttere. Mhm. Aber die Quittung kriegst du, je älter du wirst, die Quittung kriegst du ja gratis. Das ist brutal. Und dann fange ich natürlich an, das alles zu reduzieren und mache wie eine Art Fastenkur. Und treibe Walnüsse. Dann verstärkt Walnüsse und Gemüsesaft. Wie lange kommst du da hin? Also so, wenn du früh morgens du wirst jetzt wahrscheinlich nicht bloß eine Handvoll essen, weil zu viel Walnüsse, kannst du also es auch direkt auf die Hüfte schmieren? Ja, ungefähr 5 bis 10 Stück, dann Gemüsesaft. Das ist nicht viel. Und dann bin ich eigentlich so bis um 1, um 2. So. Da ist dein Körper drauf trainiert, oder? Das, ja. 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 Eine Gewohnheit. Ich würde nicht lange hinkommen mit 10 Nüssen. Es ist Angewohnheit. Ich hatte zum Beispiel schon seit einer ganzen Weile Reiswaffeln. Und es ist ja auch so Luft und aufgeblasen. Du beschäftigst deinen Magen zwischendurch. Irgendwie mal. So, ja. Mhm. Aber ich esse die nicht pur. Die Safi schmecken sie mir nicht gut genug. Also ich suche mir dann schon irgendwie was Kleines, also Frischkäse oder irgendeinen kleinen Salat dazu. Oder so. Bist du so ein Biomensch? Oder vegane Nein. Ernährung? Nein. Oder vegetarische Nein. Ernährung? Also ich esse wenig Fleisch, schon immer. Okay. Das ist aber wiederum meinen Eltern geschuldet, weil die sehr auf Ernährung geachtet haben. Also ich bin so groß geworden. Aber ich würde weder... Ist ja eigentlich schön. Also ist ja in dem Moment positiv zu sehen. Also das ist etwas, wo ich sehr dankbar bin. Das ist auch mit der Bewegung und dem Sport so. Mhm. Mein Vater hat mich schon mit 6 zur Leichtathletik geschleppt. Ich musste ja unbedingt Leistungssport machen. Aber ich bin groß geworden mit diesen Sachen. Und deshalb ist das für mich wie Butter aufs Brot. Also ich muss mich nicht verbiegen, sondern es gehörte immer zu meinem Leben. Und körperlich? Fitness? Machst du Fitness täglich? Ja. Tanzt du noch? Dehnst du dich? Ja, mache ich. Wie weit kommst du nach? Wenn du in der Grätsche sitzt, wie weit kommst du runter? Gar nicht mehr. Also Grätsche gehört nicht. Also was ich mache, ich setze mich hin und gehe angedeutet in den Männerspagat, sage ich mal. Wie ist denn der denn so? Oh. Angedeutet. Und so ein bisschen wie Yoga, Stretching, so die Richtung. Also diese Tanzdehnungs- für Tanzen, Vorbereitungsübungen, wie früher ich das gemacht habe, vor 20, 30 Jahren, das ist nur noch angedeutet. Viele setzen ja auf Yoga, aber auf diesen Zug bist du nicht aufgesprungen. Würde ich gerne, habe ich nie auf die Reihe bekommen, interessiert mich aber brennend. Ich habe mir einmal, da hatte ich zufällig Zeit und Geld, und da habe ich mir Pilates reingepfiffen. Mhm. Also ich habe mir mal eine DVD... Hast du gesagt, Pilates ich habe mir eine DVD geholt. Und dann habe ich ja 2 Übungen gesehen und da habe ich mich geweigert, da weiterzumachen. Das ist ja so anstrengend, das gefällt mir nicht. Also alles, was zu anstrengend ist, fliegt raus. Also irgendwie so bin ich schon mittlerweile so drauf. Ne? Also ich mache gerne Sport, aber bitte nicht über die Maßen. Wir machen jetzt was für unsere Gesichtsmuskeln. Man sagt, ich habe ein bewegliches Gesicht. Das werden wir gleich sehen. Vor allen Dingen...
Ich würde sagen, kann man vielleicht auch in diese Rubrik Multitasking einordnen. Man sagt immer, Männer sind nicht multitaskingfähig. Ich würde da widersprechen, ich bin es auch bloß nicht, ich bin eine Frau. Also, doch, ich kann laufen und lachen. Ich habe gehört, es gibt keinen Multitask. Okay, dann lass uns so stehen. Wir müssen das stehen lassen. Pass auf, hier, ich gebe dir jetzt hier, was möchtest du? Grün oder blau? Grün. Geht es Kaspers seine Frau? Warum grün? Die Farbe der Hoffnung? Ja, und beruhigt. Grün beruhigt den Geist. Okay, du nimmst es jetzt hier in den Mund und darfst entweder ein Gedicht rezitieren, was du im Kopf hast, oder einen Song ansingen. Und ich muss erraten, was es ist. Okay. Herr Buschkrückchen, hallo, ja. Gute Laune, so wie du, dann bin ich doch alles froh. Herr Buschkrückchen, hallo. Sehr sexy aus. Herr Buschkrückchen, hallo, hallo. Ich habe den Song jetzt nicht erkannt. Gibt's den auch oder hast du den selber ausgedacht? Das ist volkstümliche Weisen. Was hast du gesungen jetzt? Servus, Grüezi und Hallo. Ach so, Servus. Entschuldige, das konnte ich jetzt nicht direkt raus. Nee, damit haben wir ja die Frage der sängerischen Talente ist ja wohl geklärt. Deine Musiklerin hat damals dich für talentiert eingestuft, ne? Ich habe sie ernsthaft gefragt, ob sie wirklich der Meinung ist, dass ich gut singe. Da hat sie ernsthaft gesagt, ja, du hast eine ganz gute Stimme. Und ich habe da bis heute ihr nicht geglaubt. Na gut, du hast es gut performt gerade. Ist ja auch nicht ganz ohne. Aber weißt du, was mich das auch gerade erinnert hat? Jetzt haben sie doch kürzlich im Fernsehen gespielt, 50 Shades of Grey. Entschuldige, aber... Ja. Das war gerade so ein ganz abstruses Bild in meinem Kopf. Ich hätte den Film nicht gucken dürfen. Ich verstehe. Kannst du den gut? Ich wollte den nicht sehen. Ich fand dieses... Ich habe Ausschnitte gesehen und fand dieses Pseudo-Hollywood-Sado-Maso-Master-Devot-Quark, alles Quark mit Soße, aufgepimpte Hollywood. Das war mir zu dämlich. Es war einfach schön glatt. Es sind ja auch ästhetische Menschen und die Betten und die Licht wie ausgeleuchtet alles. Und oh, ich fand das ein voller Fun für mich. Okay. Weil ich glaube, das ist ja Quatsch alles. Also der Film hat mir die sehr gut abgeschnitten. Hat ich mache jetzt ästhetisch weiter. Ich bin eingeschlafen. Also, ja? Ich habe kurz meinem Freund noch geschrieben, ich gucke 50 Shades of Grey. Er schrieb dann irgendwie, der hat auf ProSieben irgendwas geschaut. Ich musste so lachen, also ganz weit weg. Das war einfach nur, kennst du es nicht, du switcht rein und dann irgendwie hast du schon zigtausendmal davon gehört, von dem Buch. Ich durfte aus dem Buch mal lesen mit dem Volli Tanner zu einer erotischen Lesung, was dann zum Schluss in einem Fiasko geendet ist, was sehr lustig war. Ich versuche hier meine Challenge auch. Ja, mach das mal, ich quatsche eine Weile, du kannst ja mein Lied aushören. Ich finde ja auch dieses Anglotzen von Sex-Sachen, ich bin da nicht voyeuristisch, mich interessiert das nicht, was andere Leute machen, und wenn es auch ein Film ist. Ich finde Sex im Film, ich finde das ätzend. Soll ich das hier machen oder soll ich es nicht machen? Oder löst das dann irgendwelche Fantasien bei dir aus, die du nicht ertragen? Das ist einfach, wir werden mal realistisch bleiben, das ist ein blauer Verschluss von der Flasche. Verschluss? Ist es ein Verschluss? Es gibt ja auch es gibt schon... Egal. So, jetzt hier. Also. Calling Mr. Wrong. Calling Mr. Wrong. Mr. Wrong. Mr. Wrong. Hast du sehr schön gemacht. Want it now. Aber es müsste ich ja glatt lügen. Mir fällt ja vor Schreck. Culture Beat, Mensch. Ja. Mr. Culture Wayne. Beat. Das weiß man doch. Kulturgut. Aber ich habe es erkannt, zumindest. Aber leider, der Name fiel mir nicht so ein. So klar, dass das wieder bei mir passiert, dass es rausspringt. Da war zu viel Druck da. Ich weiß jetzt nicht, was du sagen sollst. Heiße Themen. Ach so. Ach, du bist noch im anderen Thema. Wir sind offensichtlich noch im anderen Thema. Nee, ich nicht. Liebe Zuschauer, bevor wir uns jetzt hier komplett verrennen, wir machen noch einmal eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da.
Liebe Zuschauer, Dirk Reis ist heute an meiner Seite und wir haben uns eben durch die Challenge gekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte diese Assoziation 50 Shades of Grey und du sagtest gerade, Mensch, dass dich das eigentlich gar nicht so interessiert. Du möchtest das gar nicht sehen, was andere da treiben. Also ich gucke prinzipiell nicht durch das Fenster anderer Leute. Und Voyeurismus, es gehört auch nicht zu meinen Macken oder Eigenheiten? Eigenheiten? Gar nicht. Interessiert dich nicht? Null. Was interessiert dich? Sexuell oder das kann man das menschlich? Jetzt offen. Ja, lass uns doch bei... Das Leben. Das Sexuelle. Naja, das Sexuelle. Alles. Was interessiert dich sexuell gesehen? Ich finde, das Einzige, was mich sexuell interessiert, ist die richtige Person, wo die Libido übereinstimmt. Dass es im Karton schön formuliert. Knallt und raucht. Das gefällt mir. Aber das liegt natürlich nicht auf der Straße und begegnet dir nicht an jeder Ecke. Das sind die selteneren Sachen. Man kann ja mit vielen Leuten, sage ich jetzt mal salopp, probieren. Aber das, wovon ich rede, was perfekt läuft, ist nur mit, wo alles funktioniert, wo alles klappt, wo man ohne Wenn und Aber, da muss das übereinstimmen, diese Libido. Das Woran merkst du das bei dir, dass es stimmt? Sexuell oder? Du bist weg von dem Thema, stimmt's? Sei ehrlich. Es ist dieses, wenn man sich nicht erklären muss, wenn man nicht missverstanden wird, wenn in dieser Leichtigkeit Türen aufgestoßen werden, durch die man auch geht freiwillig. Und um das mal in dieses sexuelle Thema zu bringen, wenn das fließt. Das klingt so romantisch. Bist du ein Romantiker? Durchschnittlich. Du überlegst jetzt durchschnittlich. Was ist denn mit einem durchschnittlichen Romantiker? Na, ich habe Kerzen zu Hause und ich sitze auch gern mit Leuten und habe auch vielleicht etwas arrangiert, dass das hübsch aussieht, wenn man zusammen trinkt. Ja. Und isst. Und wenn ich jetzt eine Liebelei hätte, würde ich dann auch so viel Primborium machen? Wahrscheinlich. Noch ein bisschen mehr, denke ich, oder? Nee, also ich würde nicht mehr. Nicht mehr. Wieso denn nicht mehr? Weil da bin ich so, die Freunde und diese eine welche Person ist für mich gleichgesetzt. Ach, ich traue mich gar nicht zu fragen, was da passiert ist. Nee, es ist so, es gibt natürlich Momente, die ich nur mit dieser Person teilen würde. Okay. Diese Momente, die sind nur für so. Aber viele andere Dinge, da sehe ich keinen Grund, große Unterschiede zu machen. Wie definierst du für dich Liebe? Liebe? Na, ich finde, Liebe ist für mich, also Kribbeln im Bauch wäre schön, ist schön. Also vermissen zum Beispiel. Sich freuen, wenn die Person wieder am Start ist. Man macht ja auch Unsinn, ne? Wenn man verliebt ist, macht man Unsinn, man ist out of order, man macht Dinge, die man sonst nicht tut, man verhaspelt sich, man fällt die Treppen runter, man kriegt kein Wort raus, was auch immer. Was war denn das Schrägste, was dir passiert ist, wo du im Nachgang gedacht hast, lieber Gott, warum ist in dem Moment nicht die Erde, warum ist die Erde aufgegangen, dass ich kurz hätte verschwinden können? Nee, ich sag da, nicht, dass du dadurch bist. Man ist ja, man hat ja viel, Künstler in der Kunst und viel gesehen. Ja. Und dadurch ist man ein bisschen belastbarer. Also ich überlege gerade, entweder habe ich so viele schrägen Sachen gesehen, dass ich nicht mehr so schnell aus den Latschen kippe. Wenn du auf dein Leben zurückschaust, ja? Du hast ja vorhin gesagt, du bist in der Mitte des Lebens angekommen. Ja. Gibt es was du nochmal machen würdest? Ich habe das Gefühl, alle Fragen, die ich stelle. Ja, das ist. Oder was du nicht nochmal. Von manchen Dingen braucht man ja auch keine Wiederholung. Also entweder was du nochmal erleben würdest wollen oder wo du sagst. Also alles, was ich getan habe, war meine Entscheidung. Ich wollte es. Und weil das meine Entscheidung war, konnte ich immer mit den guten, aber auch mit den schlechten Seiten dessen, was dann auf mich zukommt, leben. Immer. Ich habe nicht gejammert und ich bin da durch. Das heißt, ich bereue im Großen und Ganzen gar nichts. Das ist schön. Es ist so schön allgemein und so kann man eine Frage auch beantworten, um nichts zu erzählen. Das ist unfassbar. Und deswegen,
Ich muss das auch trennen. Es gibt zum Beispiel einen Beruf, ich durfte ja zum Beispiel in Moskau arbeiten und ich durfte in Thailand arbeiten und ich durfte sehr schöne, auch hier Highlights in Deutschland. Ich habe für ZDF, aber das ist erzählt und besprochen, klingt das für mich doof, wenn ich das jetzt einfach so, bist du mal, das ist uninteressant. Ich empfinde es als im Herzen, für mich in meinem Kopf, ein Knaller, aber damit hausieren. Ja, nee, musst du ja gar nicht. So, aber was war dein schönstes Erlebnis? Menschen, Kinder. Ich habe viele schöne Erlebnisse. Ich habe nicht das schön. Ich habe zum Beispiel in Phuket, war doch, ich habe den ersten CSD. Ich glaube es nicht. Ja, jetzt kommt eine Antwort. Ne? Christopher Street Day in Phuket, in Thailand. Ja. Und wäre nicht im Leben drauf gekommen. Und das war natürlich für mich die haben dort das erste Mal so ein riesen Event gestaltet und ich war zu der Zeit vor Ort, hatte ein bisschen was gearbeitet, sage ich vorsichtig. Und dann hieß es, oh, komm Dirk, du machst doch das und das, helf doch mal, mach immer, spiel mal eine Rolle, tu mal tanzen, mach mal eine Performance. Und da habe ich dort auf dieser Bühne gestanden und habe dann eben mit diesen thailändischen Leuten Show gemacht sozusagen, ne? Und dann waren die alle so fasziniert, weil ich war nun typisch deutsch-europäisch und größer und noch ne, so und die schmalen, das war natürlich ein krasses Bild. Aber es war eben so ein großer Rahmen und so besonders, weil es das erste Mal. Das fand ich schon cool. Weil wir sind am anderen Ende der Welt, stehst du auf einer Bühne und hab nicht. War ja nicht geplant. War nicht geplant. Aber das meinte ich ja. Was? Und das war schon merkwürdig und besonders. Und natürlich das Feedback. Ja, nimmst du dir manchmal auch so die Zeit und lässt es mal so Revue passieren, was du alles da so erlebt hast? Oder ist das so? Ich gehöre zu den Leuten abhaken. Das Vergangene interessiert mich nicht. Es rutscht immer mal so weit nach hinten, dann ich vergesse das alles. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich vergesse, was gestern war, interessiert mich einfach nicht. Mein Blick geht immer nach vorne. Und dein Blick geht nach vorne, du bist jetzt im Pflegeheim, um das nochmal aufzugreifen. Da wirst du noch eine ganze Weile bleiben. Planst du irgendwann nochmal? Überlegst du noch? Ja. Planst du irgendwann noch mal auf die Bühne zurückzukehren? Ja, natürlich. Aha. Das ist ja nur also einmal Künstler, immer Künstler. Das ist jetzt wirklich nur mal so ein Ausbruch, wo du sagst, genau, ich brauche Antworten, ich muss jetzt was anderes bewegen. Das ist eine Phase. Ich will was erkennen, ich will was begreifen. Mir erscheint diese Variante eine sehr gute. Aber wie lange das geht, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, die nächsten 20 Jahre. Das glaube ich nicht. Bist du dann vielleicht selber Senior? Zumindest habe ich schon mal reingerochen. Herrlich. Ich weiß jetzt, ich weiß, wie die leben und was da passiert. Ich bin auf der sicheren Seite. Ich drücke dir für alles ganz, ganz doll die Daumen. Ich freue mich, dich als Künstler wieder live zu erleben. Auch jetzt hier in deiner, ich sage mal, Findungsphase. Ne? Findungsphase klingt aber so. Ist es aber. Ist es, ja. Definitiv. Auch dafür wünsche ich dir alles Gute und schön, dass du heute bei uns warst. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch, wenn Sie mögen. Und einen schönen Abend. Bis dahin.